Frederick der Große ist wohl das bekannteste Pferd der Welt. Auf YouTube, Facebook und Twitter hat er seine eigenen Kanäle. Seine Videos und Posts bringen bis zu 15 Millionen Klicks. Der Friesenhengst wird von vielen als das schönste Pferd der Welt angesehen. Diese Pferde sind sehr selten. Wenn die Leute Frederick sehen, sind sie deshalb umso beeindruckter von seiner Schönheit. Eigentlich waren die Friesen Kriegspferde. Alexander der Große hat sie schon eingesetzt. Aber Frederick wird für andere Dinge eingesetzt. Er macht Werbung für Shampoos, hat Fotoshootings und ist in amerikanischen TV-Shows zu Gast. Seine Besitzerin freut's. Seit 2007 arbeitet sie an Fredericks Berühmtheit. Mittlerweile verdient der Friesenhengst rund $20.000 im Monat und hat Fans auf der ganzen Welt. Wenn man die Gelegenheit hat, Frederick den Großen zu sehen, das tollste Pferd der Welt, dann darf man das nicht verpassen. Ich fühle mich wie ein kleines Kind im Wunderland oder wie bei Mickey Maus. Er ist einfach das großartigste, herausragendste, beeindruckendste und unglaublichste Tier, das ich je gesehen habe. Und ich habe ihn noch nie von Namen gesehen. Frederick lebt ein Luxusleben im Rampenlicht. Oft wird er mit dem amerikanischen It-Girl Kim Kardashian verglichen, als Kardashian der Pferde. Doch seine Besitzerin sehe da keine Ähnlichkeit, sagt sie, bis auf den großen Po vielleicht.